Hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Amazon Fire TV Stick Step für Step einrichtet. Dabei ist es eigentlich völlig egal, welchen Amazon Fire TV Stick habt. Die Einrichtung ist bei allen gleich. Viel Spaß beim Video. Der Fire TV Stick kommt neben dem passenden Netzgerät inklusive Micro-USB-Kabel auch mit einer flexiblen HDMI-Erweiterung. Diese kann einfach an den Fire TV Stick angesteckt werden, sodass der Stick keine umliegenden HDMI-Ports des Fernsehers verdeckt. Viele Fernsehmodelle haben nur eine begrenzte Anzahl an HDMI-Ports, welche 4K und HDR unterstützen. Zum Beispiel bei meinem Panasonic-Fernseher sind HDMI-Port 1 und 2 4K und HDR fähig. Die restlichen Ports unterstützen lediglich eine Full-HD-Auflösung. Da ich einen Fire TV Stick 4K habe, möchte ich natürlich auch die 4K-Wiedergabe inklusive HDR auf meinem Fernseher sehen. Daher beim Anschließen darauf achten, dass ihr einen kompatiblen HDMI-Anschluss wählt. Welcher HDMI-Anschluss bei eurem Fernseher 4K und HDR fähig ist, könnt ihr im Benutzerhandbuch des Fernsehers nachlesen. Pauschal lässt sich sagen, dass die ersten HDMI-Ports, also bei mir HDMI 1 und 2, die Ports mit der besten Leistung sind. Nachdem der Fire TV Stick im HDMI-Port steckt, müsst ihr noch das Netzgerät anschließen. Darauf startet der Fire TV Stick und folgendes Bild wird angezeigt. Nachdem der Fire TV Stick gestartet ist, muss die Fernbedienung verbunden werden. Hierfür einfach den Knopf mit dem Haussymbol auf der Fernbedienung drücken. Bitte prüft vorab, ob 2 3A-Batterien in der Fernbedienung sind. Anschließend müsst ihr den angegebenen Knopf drücken, um fortzufahren. Nun könnt ihr die Sprache wählen, in meinem Fall Deutsch, und bestätigt diese Eingabe. Anschließend sucht der Fire TV Stick WLAN-Netzwerke in eurer Umgebung. Wählt hier euer WLAN-Netzwerk aus und gibt anschließend das Passwort ein. Dieser Schritt kann übersprungen werden, solltet ihr beim Kauf des Fire TV Sticks ausgewählt haben, dass das Gerät direkt mit eurem Smart Home verknüpft werden soll. Diese Option lässt sich auf der Kaufseite des Amazon Fire TV Sticks unter dem Einkaufen-Button setzen. Voraussetzung für diese Option ist natürlich, dass ihr bereits ein Amazon-Gerät, zum Beispiel ein Amazon Echo, in euer WLAN-Netzwerk hinzugefügt habt. Nachdem der Fire TV Stick im WLAN ist, sucht ihr das erste Mal nach Updates. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nachdem die Updates abgeschlossen sind, müsst ihr euren Amazon Fire TV Stick mit eurem Amazon-Konto verbinden. Am einfachsten macht ihr das, indem ihr einfach ein Browserfenster öffnet und amazon.de/code eingebt, euch dort mit eurem Amazon-Konto anmeldet und den angezeigten Code dort eingibt. Alternativ könnt ihr auch die Taste mit den drei Strichen drücken, um direkt an eurem Amazon Fire TV Stick euer Amazon-Konto hinzuzufügen. Nachdem euer Amazon-Konto hinzugefügt ist, wird gefragt, ob euer WLAN-Netzwerk inklusive Kennwort in dem Amazon-Konto gespeichert werden soll. Diese Funktion lässt sich auch nachträglich unter Einstellungen, Netzwerk, WLAN-Passwörter aktivieren oder deaktivieren, nachträglich einstellen. Solltet ihr bereits einen Amazon Fire TV Stick besitzen, wird euch vorgeschlagen, ein Backup von diesem einzuspielen. Durch das Einspielen des Backups wird euer neuer Amazon Fire TV Stick mit den gleichen Apps und Einstellungen eingerichtet. Anschließend wird euch vorgeschlagen, eine Kindersicherung zu aktivieren. Über die Kindersicherung kann man Inhalte von Amazon Video und Live-Fernsehen sowie die Amazon Shopping-Funktion mit einem PIN versehen. Im weiteren Verlauf der Einrichtung kann man ebenfalls mehrere Profile erstellen, welche ebenfalls als Kinderprofile eingerichtet werden können. Im nächsten Schritt wird die Fire TV Fernbedienung mit eurem Fernseher gekoppelt. Hierfür müsst ihr lediglich die Lauter- und Leiser-Tasten der Fernbedienung drücken. Sollten hier Schwierigkeiten auftreten, kann man über die Taste mit den drei Strichen in die erweiterten Einstellungen gelangen. Nun kommt euch noch etwas Amazon-Eigenwerbung entgegen, welches ihr mit einem Nein-Danke ablehnen könnt. Im nächsten Schritt könnt ihr Apps, welche ihr verwenden möchtet, bereits herunterladen. Sollten hier Apps fehlen, könnt ihr diese einfach später über den App Store herunterladen. Anschließend wird ein kurzes Video über die neue Benutzeroberfläche des Fire TV gezeigt. Ich habe zu der neuen Benutzeroberfläche ebenfalls ein separates Video hochgeladen, welches ihr in der Infobox und in der Videobeschreibung finden könnt.
Nun könnt ihr in der Profilauswahl euer bestehendes Profil auswählen oder ein neues Profil erstellen. Hier könnt ihr ebenfalls auch Kinderprofile erstellen. Ich wähle mein bestehendes Profil aus und komme auf die Startseite des Amazon Fire TV Sticks. Von hier aus könnt ihr zum Beispiel Filme und Serien suchen oder auch in die einzelnen Apps wechseln. Da mir beim Einrichtungsassistenten Netflix zum Beispiel nicht vorgeschlagen wurde, könnte ich jetzt hier zum Beispiel Netflix direkt downloaden. Sollte bei euch Netflix nicht direkt vorgeschlagen werden, müsst ihr in den App Store wechseln und könnt dort nach Netflix suchen. Noch einfacher sucht ihr natürlich die App in der Suchenspalte oder haltet die Mikrofontaste auf eurer Fernbedienung gedrückt und sagt Netflix. Darauf erscheint Netflix in der App Store Seite und kann von dort aus installiert werden. Und damit ist die Einrichtung des Fire TV Sticks schon abgeschlossen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Streamen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!